Ich kann links, glaube ich, nach oben. Da bin ich dann. Ja, ich glaube, wenn ich nach links nach oben gehe, bin ich, glaube ich, schneller. Warte mal. Das ist doch der Ausgang. Wechseln wir mal das da aus. Mal gucken, wie das so ist. Haben wir noch mehr? Ah ja, ich habe das hier. Anwendungen 70 Stück? Was? Ich habe 70 Anwendungen. Tatsächlich. Ha. Interessant. Warum 60 Stück? 70 Stück. Oh. Naja. I don't know. Vielleicht nicht unbedingt bei dem Ziel hier. Gut. Okay, der Damage ist ganz nice. Wirkt so ein bisschen wegen der Farbe, als wenn das quasi auch so ein bisschen eine Art Hauptangriff ist. Der aber... Anwendungen hat. Ein Anwendungslimit. Kannst du also nicht ewig benutzen. Geh weg! Verschwinde! Hier! Dunstwolke! Meins? Unreiner Furor. Die Reste der aus geläuteten Unreihen extrahierten Unreiheiten, sie stahlen in einem roten Licht an einem Ruheort werden... Ah, okay. Ist immer derselbe Text. Nur halt scheinbar unterschiedliche Materialien. Ah, oh, das ist ein Timer, okay. Ich weiche immer noch aus. Hier unter Wasser kann es vielleicht nicht verkehrt sein. Da bin ich, glaube ich, wirklich ein bisschen schneller. Ah, das bleibt nicht. Okay. Wo bin ich denn jetzt, dass das hier so still ist? Und warum hält der so viel aus? Ich finde es vor allen Dingen interessant, dass das im Hintergrund so aussieht, als wenn das einerseits so eine Art pilzbefallener Ort wäre, andererseits aber gleichzeitig, als wenn das hier irgendwie mal der Meeresboden war. Au.
Au. Ich kann nicht einfach runter. Super. Noch mehr Furore. Nein, 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 nein. Oh shit, das ist das unreine Wasser. Lass mich raten, ich muss hier irgendwann mal zurückkommen, wenn ich irgendeine Fähigkeit habe, womit ich schneller bin. The fuck is this thing? Okay. Schätze mal, ich kann hier noch nicht hin. Verdammt. Huch. Achso, ich dachte, da wäre ein Weg. Ich dachte, da wäre ein Weg, weil ich da halb in der Wand war. Bin ich, glaube ich, nicht runtergefallen, oder? Nee. Schätze mal, man muss wohl irgendwann eine Fähigkeit bekommen, womit man wohl fliegen kann oder ähnliches. Es sei denn, sowas gibt's. Ja, wobei, nee. Muss. Am Anfang gab es ja zum Beispiel einzelne Stelle, wo man scheinbar nach oben kann. Und ich habe aber nichts, um da hinzukommen. Jetzt wäre toll, wenn die Giftwolke eine riesen Reichweite hätte. Gehen wir mal da oben hin. Wobei ich hätte... Warte, genau. Ich bin nur gerade in einem Raum drin gewesen, wo eine Parkbank war. Mal kurz rasten. Nicht, dass ich dann irgendwo, was weiß ich, wo wieder auftauche erst. Okay, das ist ihre Erinnerung und das da. Kann ich nicht verbessern. Aber ich kann das hier reinnehmen. Gut. Jetzt habe ich 81 Mal diesen Magieangriff. Das ist geringfügig, ne? Oh oh. Ach so, genau. Da komme ich nicht wirklich hin, aber ich wollte ja auch da gar nicht hin, ich wollte ja nach oben. Da kann ich nicht hin.
Oder gibt's woanders noch einen Weg? So für Schnelle sehe ich keinen anderen Weg. Und ist das eine Sackgasse hier? Oder vielleicht weiter oben? Oh, sind die einfach zerplatzt? Warum sind die zerplatzt? Weil die keine Ausdauer mehr hatten, oder was? Tatsächlich. Keine Ausdauer, gleich zerplatzende Flügel. Vögel. Zerplatzende Flügel. Bin ich jetzt da, wo ich sein will? Ja, ich bin hinter der Säule, okay. Oh, das ist aber massiv Ausdauerschaden. Das ist jetzt quasi das eine, was zwar weniger Damage macht, aber deren Ausdauer oder Haltung oder whatever, wie das eigentlich jetzt genau heißen könnte. Wie mir gesagt, schnell durchbrechen. Das andere, was mehr Damage macht. Okay, das ist cool. Nice. Noch mehr Sedimente. Nehmen wir doch immer wieder gern. Aber wo ist der Weg nach da hinten? Zu dem roten Punkt. Okay, die halten scheinbar aber auch so wenig aus mittlerweile, dass ich die mit scheinbar... Was war da gerade gewesen? Zwei Treffern schon ausschalte? Vorher waren da, glaube ich, drei, oder? Oh, ja, da komme ich unmöglich rüber. Ja, da komme ich unmöglich rüber. Das ist also eine Ecke, wo ich noch nicht hin kann. Ha. Ja gut, dann zur Parkbank. Zu der hingehen, die da links von mir ist. Und dann mal woanders hinporten und gucken, wo es da weitergeht. Ich hoffe mal, dass das dann Stellen sind, die, wenn du dir dann später besuchst, irgendwo anders hinführen, wo du hin musst. Nicht, dass da quasi... Das dann so ist, hey, du hast jetzt dieses eine Item. Jetzt kannst du diesen einen Ort besuchen und zwei Items finden. Geht's da irgendwo hin? Ach, geht ja schneller als ich dachte. Das ging schneller, als ich dachte. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass ich jetzt da nicht hin kann, wo ich hingehen möchte. Oh, oder ich kann hin. Auch gut. Ja, der lebt noch. Wie so ein blutgefüllter Wasserballon. Oh, der lebt noch. Weiß der Geier warum. Ja, das ist nice, dass das da so schnell durchbrochen wird. Klippendorf. Sieht aus, als ob dies einst ein Dorf war.
Ah, ich schätze mal, wenn du die Gegner irgendwie in der Luft halten kannst, dann kannst du ordentlich Damage machen dann bei denen. Ja, so wirkt's ein bisschen. Ich schätze mal, bei Bossen wird das dann vielleicht auch von Nutzen sein, aber einfach nur, um ein kurzes Zeitfenster für Damage zu haben. Kann ich da gar nicht drauf? Scheinbar wohl nicht. Da auch nicht. Pass mal auf, ich hätte eigentlich hier zuerst hinkommen sollen. Und dann... in den Hexenwald? Hexenwald, ne? Irgendwie mag ich dieses zerplatzende Vogelvieh. Gesundheit. Ja, einfach da stehen bleiben und die Schläge auf sich prasseln lassen, ist nicht gerade schlau. Die Beschützerin ist unterirdisch. Danke für dein Sediment. Ja, da kriege ich Gesundheit. Meins? Ring der Riesen. Erhöht Schaden von am Boden ausgeführten Angriffen geringfügig. Ein magischer Ring, den die entländischen Soldaten trugen, die von den Riesen abstammen sollen. Ein junges Mädchen könnte ihn als Armreif tragen. Das ist ein verdammt großer Ring. Ah, da komme ich aber, glaube ich, nicht ran. Nein, da komme ich nicht ran. An die Überreste. Kann man da hoch, wenn da nichts ist? Oh, was sind das für ein Pfützerklops? Springt mal eben so ein übergewichtiger Wolverine auf mich zu. Oh, da haben wir schon wieder diese komische Wand. Geht aber nicht kaputt. Der hat ein bisschen mehr ausgehalten als die anderen. Bei dem habe ich da ja die Ausdauer nicht so weit runterkriegen können.
Alles ist zerronnen im Regen. Danke für dein Sediment. Und den Typen kann ich umnieten, wa? Schade, leider wohl nicht. Oh, hallo. Der dicke Klopper ist wieder da. War das gerade Kung Fu? Hat er da gerade mit... Oder hier. Hat er mit Nunchakus angegriffen? Ah, verdammt. Langsam kriege ich auf einmal Hunger, wie blöde. Holla die Waldfee. Ganze Zeit nichts und jetzt auf einmal. Ich mag's irgendwie. Ach, da unten ist es. Kaputte Spieluhr. Du erleidest geringfügig weniger Schaden durch Angriffe. Eine Spieluhr, die im Kampf kaputt gegangen ist. Sie spielte ein altes Wiegenlied. Drin steht, mein geliebtes Kind, auf das wir uns in unseren Träumen wiedersehen. Eine Hütte. Lass uns darin Rast machen. Gläubigen Notiz. Seit die Unreinen im Endland erschienen sind, sind viele Glaubensrichtungen angefangen mit unserer Kirche des Weges innerhalb kürzester Zeit ausgestorben. Die Menschen sammelten sich auf der Suche nach Hoffnung um die Weißpriesterin, wodurch sich die Weiße Kirche ausbreitete. Jetzt habe ich keine Parkbank, jetzt habe ich einen Parkstuhl. Ja, das kann ich rauswerfen. Kann dafür aber nichts reinholen, weil zwei Slots. Dann halt das raus und... das. Sieht aus, als ob es tiefer gelegen noch einen anderen Weg gibt. Wollen wir den aufsuchen? Okay, da kann ich da hinreisen. Wo geht's hier hin? Irgendwo hin. Irgendwo mit noch mehr Wegen. Ich hätte die komische Blumenhexe hier aufwerten sollen. Mit dem Wirbel. Kann vielleicht nicht verkehrt sein. Ah! Der übergewichtige Wolverine ist wieder da! Oh shit, ich sollte vielleicht nicht im Gegner drin stehen bleiben. Ja, klar! Wenigstens hatte ich sie. Ich glaube, auf so einem Stuhl zu schlafen ist nicht gerade angenehm. Auf der Parkbank? Okay. Auf dem Stuhl? I don't know. Ah, okay, da geht's irgendwo rein, aber... oh. Aus irgendeinem Grund dachte ich, ich kann einfach durch den durchlaufen. Da
unten geht's wohl irgendwo hin, aber ich muss erst einen Hebel finden dafür. Wie habe ich denn diesen komischen Vogel da getroffen? Wahrscheinlich von da... da kann ich nicht hier rüber jumpen. Abstand ist zu groß. Was ist denn das für einer? Ist ja auch so ein Dicker. Nur mit einem anderen Maul. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das mir gerade sagen soll, hey, dieser eine Weg ist jetzt offen. Der hat irgendwie ein brennendes Maul. Hat er sich einfach übergeben? Ja. Hat den Anschein. Sein Maul brennt, scheinbar hat er Sodbrennen. Noch ein Talismanstück. Ah, verdammt. Er rettet mich aus der Dunkelheit, badet mich im gleißenden Licht. Auch schon wieder in den Tod gesprungen. Ah, okay, das ist eine Abkürzung raus. Okay. Und wie geht's dahin, wo der rote Punkt ist? Oder wo geht's dahin? Konnte ich da überhaupt hin? Weil es sieht irgendwie so aus, als wenn das irgendwas wäre, was ich nicht erreichen könnte. Ah, vielleicht hier durch die Tür. Ja. Nicht gesehen. Westhändler. What? Oh, dessen Ausdauer ist aber sehr schnell wieder da. Oh, meine Wirbel sind weg. Okay, du kannst dann also eins lieber haben, was dann mehr offensiv ist und das andere mehr... Ich wollte doch noch einmal nach Hause, um meine Frau und Tochter zu sehen. Das eine, was dann eher offensiver ist und das andere eher dafür ist, quasi die zu stunnen, niederzuschlagen, umzuwerfen, wie auch immer. Alles blutverschmiert da hinten. Westhändler. Die unreine Seele des Westhändlers folgt Lilly. Wenn er einen Gegner sieht, greift er diesen an. Ach, so ein Pet habe ich jetzt quasi. Der Händler aus dem Westen brachte seltene Ware in das Endland, das er bereiste. Die Freude seiner Kunden war auch seine Freude.
Ah, scheint dann wohl doch nicht so ein Pet zu sein. Okay. Ja, stimmt. Die Kiste kann ich jetzt nicht haben, deswegen ist das blau hier. Ich weiß nicht warum, aber diese Feuerstellen. Ich weiß nicht warum. Zusammen mit den Lanternen wirkt es irgendwie so ein bisschen Halloween-mäßig. Keine Ahnung warum. Vielleicht wegen dem orangen Licht oder so, aber. Huh.